Hallo Leute! Herzlich willkommen zurück auf unserem Bayern München News-Kanal. Heute haben wir eine exklusive Information, die die Fußballwelt in Aufruhr versetzt. Laut dem italienischen Journalisten Alfredo Pedula scheint der Mittelfeldspieler des FC Bayern, Ryan Gravenberch, für gewisse Unzufriedenheit zu sorgen und die Aufmerksamkeit anderer Vereine auf sich zu ziehen. Aber bevor wir dazu kommen, abonniert den Kanal, gebt uns einen Daumen nach oben und aktiviert die Benachrichtigung, um kein Video von unserem geliebten Bayern München zu verpassen. Genau, meine Freunde. Neben dem Liverpool FC und dem Newcastle United ist nun auch der AC Mailand in den Kampf um das junge niederländische Talent von nur 21 Jahren eingetreten. Gravenberch scheint aufgrund der Unsicherheit über seine Spielzeit hier in Bayern einem Wechsel offen gegenüberzustehen. Der Mailänder Club sucht nach einem starken Mittelfeldspieler, und in den letzten Tagen haben sie intensiv die Möglichkeit in Betracht gezogen, Ryan Gravenberch zu verpflichten. Geboren 2002, hat der Spieler einen langfristigen Vertrag mit dem FC Bayern, der bis 2027 gültig ist. Obwohl sowohl Liverpool als auch Newcastle Interesse bekundet haben, hat Bayern ihn noch nicht aufgegeben und möchte ihn weiterhin im Kader behalten. Gravenberch ist ein vielseitiger Mittelfeldspieler, der sowohl in einer Zweimann-Mittelfeldformation als auch in einer Dreier-Formation spielen kann. Mit einem Marktwert von über 35 Millionen Euro erwägt der AC Mailand ernsthaft eine Verpflichtung, was für den italienischen Verein einen großen Opferakt bedeuten würde, bedenkt man, dass Bayern bisher kein Interesse gezeigt hat, den Spieler ziehen zu lassen. Allerdings hat der FC Bayern München keine Anzeichen dafür gegeben, dass er auf Gravenberch verzichten möchte. Andererseits könnte der Verein auch nicht daran interessiert sein, weiterhin unglückliche Spieler zu verpflichten. Die Situation ist heikel und die Zukunft des jungen niederländischen Talents bleibt ungewiss. Also, Leute, die so abgeht weiter und verspricht weitere Spannung auf dem Transfermarkt. Bleibt dran auf unserem Bayern München News-Kanal für weitere Updates zu diesem Thema. Gebt uns einen Daumen nach oben, teilt das Video und aktiviert die Benachrichtigung, um keine Neuigkeiten zu verpassen. Bis zum nächsten Mal!